So, liebe Freunde von Made in Bocholt, wir sind hier an den Ostwall-Terrassen. Hier wird, wie man sieht, ja gerade ordentlich gebaut und ich habe den Bauherrn bei mir, Andreas Hülz. Heute war erster Spatenstich. Was entsteht hier ganz kurz? Ja, was entsteht hier? Hier entstehen 90 Wohnungen oder Wohneinheiten. Davon werden 7 gewerblich genutzt werden. Da komme ich gleich noch mal kurz zu. Und vor allen Dingen der Rewe-Markt wird wiederkommen. Das ist, glaube ich, für viele Nachbarn hier ein ganz wichtiges Thema. Denn die rufen nicht nur bei uns an, sondern auch bei der Stadt und fragen, wann wird denn endlich der Rewe-Markt wieder aufgemacht werden, weil die Nahversorgung hier mit dem Rewe-Markt sicherlich wieder gewinnen wird und auch früher hier gut etabliert war. Vielleicht kannst du noch mal eben zeigen, was wird hier wo entstehen? Also wir haben ja jetzt das ganze Gelände hier sozusagen vor der Kamera. Ja. Dort hinten die Gebäude, die wir am Ende der Maßnahme sehen, da wo jetzt der erste Aushub für die Tiefgarage gemacht ist, da haben wir die Augustastraße, die Einmündung. Die Ampelanlage kann man vielleicht hier gerade noch so ganz gut sehen, über den Berg hinaus. Wir werden hier eine Teilunterkellerung machen, das heißt bis zur Hälfte des Grundstücks wird hier die Tiefgarage mit 88 Pkw-Stellplätzen entstehen. Weiterhin werden unten einige Räume dann für Abstellräume und so weiter dann genutzt werden. Und wir haben dort auch nachher für Carsharing bzw. Fahrradverleih einige Plätze, die wir dort unten auch vorhalten, für die Menschen, die in den Ostwaldterrassen wohnen. Ja. Das ist also Tiefgarage, was gerade hier ausgehoben wird. Spatenstich ist natürlich gut, hier sind schon einige Spatenstiche jetzt gemacht worden, aber wir haben die Ferien abgewartet, weil viele Leute, die wir einladen wollten, waren einfach in den Ferien weg und jetzt haben wir Ferienende und deswegen war das heute. Ja. Womit muss die Bocholter rechnen? Das wird ja sicherlich auch ein bisschen Platz brauchen hier. Am Ostwall wird es wahrscheinlich Verspannung geben oder wie funktioniert das? Ja, am Ostwall werden wir sicherlich Verkehrssicherheit großschreiben. Ja. Das ist auch mit der Stadt abgestimmt und im Detail weiß ich jetzt nicht genau, welche Lösung die da favorisieren, aber es soll auf jeden Fall Sicherheit Priorität haben, damit dort also der Baustellenverkehr hier einwandfrei läuft. Wir werden hier knapp 3000 Lkw-Bewegungen haben in den nächsten 3-4 Monaten, bis der Aushub soweit fertig ist. Und dann kommen natürlich auch noch näher die Betonfahrzeuge und so weiter noch dazu. Tiefgarage wird abgeschlossen sein, irgendwo Ende des Jahres. Jetzt ist ja hier gegenüber auch noch eine Baustelle. Da wird ja auch noch ein großes Gebäude gebaut. Ist das irgendwie miteinander koordiniert oder vielleicht der gleiche Bauträger oder die gleiche Baufirma? Oder? Nein, die Baufirma ist die gleiche. Das heißt, der Generalunternehmer, der für uns hier arbeitet, ist auch drüben auf der anderen Baustelle unterwegs und baut das dort. Ja, das ist für den logistisch natürlich eine tolle Sache. Das liegt auch zusammen und insofern ist das auch von der Koordination der Baustelle hier sowohl von der Stadt aus als auch von allen Baubeteiligten gut, wenn man einen Ansprechpartner hat. Denn das kann man sich vorstellen, wenn da eine andere Firma unterwegs ist, dass die sich dann durchaus mal ins Gehege kommen und sich nicht abstimmen. Ja, so hat man einen Ansprechpartner. Ich denke, eine super Lösung so. Wann wird die Eröffnung gefeiert? Eröffnung vom Rewe wird September, Oktober 2020 sein. Zu dem Zeitpunkt kann es durchaus sein, dass wir im oberen Bereich dann auch schon die ersten Dinge sehen werden. Richtfertigkeit wird etwa in einem Jahr sein, dass wir also mit dem Rohbau circa August nächstes Jahr fertig sind. Der Ausbau braucht aber dann sicherlich nochmal ein komplettes Jahr mindestens, bis wir dann komplett fertig sind. Also 2 Jahre, 2,5 Jahre Bauzeit muss man schon rechnen. Okay, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ja.